Ja, ihr seht richtig, Altdorf gehört uns. Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zu Total Warhammer 3 mit Skrack, dem Schlechter, der gerade eben, ja, dafür gesorgt hat, dass es Altdorf ein bisschen schlechter geht, ne? Also, wir haben noch Level-Ups tätigen. Und mal gucken, es ist immer noch keiner momentan. Ich bleibe jetzt erstmal dabei, hier ist Skrack einfach noch mehr Lebenspunkte. Bis ich mich entschieden habe. Das hängt natürlich auch davon ab, wie schnell wir es schaffen, noch bessere Einheiten jetzt hier rein zu rekrutieren. Aber je nachdem halt einfach, welche Einheiten wir hier vielleicht noch bekommen können als Ersatz für unsere Ogerlis hier. Du machst hier auch mal weiter. Füße, Bestien, Schlechter. Bonus gegen große Feinde ist tatsächlich. Ich nehme ihn erstmal jetzt hier zum. Mach ihn erstmal schwer fassbar. So. Damit dürfte das Imperium hier echte Probleme haben. Vor allem, weil ich glaube, das letzte, was die haben, übers Reich wäre. Das könnte man tatsächlich auch noch hier. So, was mache ich mit dir jetzt hier? Dich erstmal hier wieder in den Ruhestand versetzen, denn wir brauchen dich hier gerade eben nicht mehr. Ich verbessere dafür jetzt hier nochmal diese Siedlung ein klein wenig. Ich würde sehr, sehr gerne hier noch mehr Lagerwachstum ermöglichen. Dann hätte ich hier ganz, ganz gerne hier noch mehr Fleisch produziert. Und last but not least, Führerschaft im eigenen Territorium. Nein, nicht unbedingt. Die Verlustverstärkungsrate nehmen wir jetzt hier noch mit rein. Das ist schon mal ein guter Anfang. Dann können wir jetzt das hier sogar noch mit ausbauen. Ja. Rückschlag um Rückschlag und trotzdem sind wir wieder da. Ne? Ich finde übrigens das immer noch sehr, sehr witzig. Nicht, dass ich mir hole, kann ich mir einen Bonus auf die Meinung von ihnen holen. So, wir überspringen jetzt das hier, bekommen hier leider eine Rebellion in der Schwarzsteinfeste. Die wir jetzt aber auch einfach so akzeptieren müssen. Hier wurden wir einfach nur geplündert und danach sind sie anscheinend wieder einfach abgehauen. Na gut, dann reparieren wir den Laden hier einfach. Gucken in die Diplomatie. Oh, und die Scalinger sind bereit, mit uns hier über Maßnahmen, also friedensschaffende Maßnahmen zu sprechen. Ganz im Ernst, daher die Imperialen ja ohnehin gerade eben nicht so meine Best Friends forever sind, mache ich jetzt wirklich mit denen hier einen solchen Deal. Ja, also, die Scalinger sind unsere Freunde und vielleicht auch bald die Björnlinger. Da sind jetzt die Marienburger und der Karl Franz tatsächlich ein bisschen mit dran schuld, dass wir diese Entscheidung treffen mussten. Ne? Man muss es so sehen, wie es ist. So. Auf nach Turn 64. Ich bin drauf und dran, tatsächlich hier übers Reich mir noch zu holen und das Imperium der Menschheit in ein neues dunkles Zeitalter zu stoßen. So, eine Rebellion. Wir wissen Bescheid. Einkommen aus Lagergebäuden plus 30%. Oh, wir haben die Eigenschaft verloren. Halleluja. Seit wann geht denn das hier? Oh, sie haben das nachgepatcht. Oh, sie haben das gepatcht. Das war noch direkt beim Release nicht der Fall. Okay, fantastisch. Wir haben diesen unglaublich ärgerlichen Debuff verloren. Das feiere ich gerade eben. Und jetzt bin ich drauf und dran zu sagen, wir müssen jetzt dahin. Wie sieht es denn beim Übers Reich aus? Übers Reich hat jetzt nicht so eine starke Verteidigung. Ich habe nicht vor... Ihr seht, ne, der Malus ist nicht ganz weg, aber es ist deutlich reduziert. Machen halt hier raus eine mannhafte Niederlage. Wie kann das sein? Und jetzt machen sie daraus einen Pyrosieg. Das ist halt einfach nur lächerlich ohne Ende. Dann machen wir es halt mal wieder von Hand, ne? Gute alte Handarbeit. In dem Fall Ogre-Handarbeit. Ja, die Helden werden wieder so mega hoch gewertet, obwohl die garantiert keine Chance haben. So, wir können sogar hier von mehreren Seiten angreifen. Das werden wir jetzt hier auch wieder eiskalt tun. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich hier tatsächlich sogar zwei Gruppen in meinen Verschlingen bilde. Ein paar dahin und ein paar dahin und dann gleichzeitig ein paar Sachen einnehme, währenddessen ich hier mit der Hauptarmee wieder Druck mache. Gucken wir mal, ne? Sobald drin sind. Lass uns rein. Dankeschön. So, ihr macht jetzt hier die Nummer 1. Einmal kanalisieren. So, das ist schrecklich. Wir verlieren sogar noch Punkte.
Dann gehst du hier auf die Nummer 2. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das hier machen will. Also ich gehe auf jeden Fall mit 2 Units dahin. 3. Hier macht die Nummer 4. Das ist der Plan, ne? Damit ich hier gleich reinjodeln kann. Dann Kätzchen dahin. Auf 5 stelle ich gleich direkt da vorne hin. Und dann so. Dann startet die Schlacht. Wir machen Pause. Ihr könnt direkt hier reinrennen. Hier sind sie schon direkt aufgeteilt. Ihr rennt da rein. Ihr rennt dahin. 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 Das sind die ganzen Heroes, die ich mich erstmal gar nicht interessiere. Und los geht's, Freunde. Jede Menge Energie generieren. Go, go, go. Naja, unsere verdeckten Einheiten wurden entdeckt. Das ist relativ irrelevant für uns. So, dann machen wir sie hier mal weg. Da, die beiden haben jetzt schon keinen Bock mehr. Es ist fantastisch. Da ist ein Held, der uns hier vielleicht aufhalten will. Machen wir nicht so, ich renne darüber. Wir teilen uns hier auf. Haben wir alles ganz schnell erobert. So, die Miezen da. Kommt, ihr holt euch die da. Dann debuffen wir jetzt hier mal die Truppe. Verbessern jetzt hier nochmal die Kampfkraft. Holen hier ein paar von denen hier ran. Dann können wir nämlich jetzt hier auch flankieren. So, ich sage auch, dass ihr verfolgen dürft. Wir haben das jetzt hier eingenommen. Jetzt kommt ihr da runter. Wir nehmen nur noch andere Positionen ein, wie man sieht. Ich weiß gar nicht, wie ihr geschieht. So, wir rollen jetzt einfach da drüben jetzt hier mit der gesamten Bande rein. Bin ich gespannt, ob die da stehen bleiben. Ja, nice. Das ist ja fantastisch. So, wir haben auch das hier genommen. Jetzt könnt ihr hier noch mit angreifen. Am besten den hier so in den Rücken. Das würde mich sehr entzücken. Ihr verfolgt wieder. Ihr greift wieder an. Muss ich ein bisschen aufpassen, ne? Die bekommen ja gerade eben ganz schön ihr Fett weg. Verlangsame ich, dass sie nochmal ein bisschen entkommen können. Da rennt schon wieder eine Einheit. Angriff, Angriff, Angriff von mehreren Richtungen, bitte. Können wir die da unten wieder angreifen? Ich hätte gerne mehr Energie, genau. Genau für so eine Aktion hier will ich Energie haben. So, jetzt haben wir die Hellebardiere hier erwischt. Ich sorge dafür, dass wir hier auch maximalen Schaden verursachen. Da sieht man, wie die jetzt hier weggeholzt werden. Zack, 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 hat's gemacht. Wir verschlechtern nochmal ihre Performance an dieser Stelle hier. Ich verbessere nochmal eure hier. Den Gnopsen. Heile ihn. Und ich glaube, der Drops ist jetzt hier schon weitgehend gelutscht.
Na also, das war ein wichtiger Punkt, den wir uns jetzt hier geholt haben. Jetzt können wir diesen Zauberer hier angreifen. Und den da. Du haust hier diesen Priester. Und reduzierst gleich schon mal jetzt hier mal seinen Elan. Verbesserst deine eigene Kampfkraft. So, holt euch die da. Der ist halt immer noch am Start hier, der Typ. Aber wir haben gewonnen. Perfekt. Das war's mit dem Imperium der Menschen. So schnell kann's gehen, Leute. Man merkt schon, ne? Also die können in meinen Augen für Warhammer 3, wenn dann die Immortal Empires Kampagne kommen sollte, das so nicht aufrechterhalten. Ne? Also dass dann direkt Skrak neben Imperator Karl Franz startet. Das kann Imperator Karl Franz mit der gängigen in Warhammer 2 eingeführten Spielmechanik für das Imperium nicht bewältigen. Ja, auch hier werden wir einfach Plünderungen besetzen. So, ja, und? Ist es vorbei? Ist es vorbei? Provinz gesichert? Schon erfolgreich? Ja, ja, ja. Da ist es. Da, ja, sehr schön. Bis Reikland. So, also, fantastomatisch. Hier generieren wir Fleisch. Nee, das brauchen wir. Alles weit raus. Ja, wieder ein Level Up. Sind es hier schon Level 30 geworden. Noch mehr Lebenspunkte. Nehmen wir sehr gerne mit. Dann levelt er jetzt hier auf Level 14 nach oben. Bekommt hier noch mehr Schwerfassbarkeit. Das ist einfach schwer zu fassen, Leute. Ich sag's euch. Wir haben wieder ein Level Up. Können damit jetzt hier tatsächlich wiederum das Lagerlimit erhöhen. Und ich bin jetzt auch der Meinung, dass hier ein Lager noch reingehört, ne? Also wir werden hier jetzt noch auf dem halben Weg zwischen Altdorf und Übersreik ein weiteres Lager erstellen. Hier machen wir erstmal noch gar nichts. Wir haben eine weitere Provinz, wie gesagt. Mehr Wachstum, Einkommen aus allen Gebäuden, alle Rekrutierung. Erstmal gehen wir auf Kontrolle und Wachstum. Was haben wir eigentlich hier noch momentan am Laufen? Hier haben wir am Laufen Wachstum und Kontrolle. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Inzwischen würde ich sagen, gehen wir hier auf Einkommen aus allen Gebäuden. Ich hoffe, dass es auch für den da gilt. Weiß ich aber tatsächlich gar nicht. Müsste aber... Schwer zu sagen, ne? Also man weiß es halt einfach nicht. Man weiß es einfach nicht, ob dieser Bonus auch dafür funktioniert. Wir können jetzt schon mal schauen. Momentan bekommen wir 260 plus 30%. Der ist jetzt noch nicht aktiv, dieser Bonus. Ne? Also ich kann ihn ja auch gerade eben nochmal wegmachen. Damit man das nochmal sieht. 30%. Wenn jetzt die nächste Runde jetzt hier funktioniert, weil hier haben wir ja jetzt diese 4%. Dann werden wir sehen, ob wir da jetzt 35 stehen haben. Dafür gehen wir jetzt in den nächsten Turn. Das weiß ich nämlich tatsächlich noch gar nicht. Ne? Das ist einfach mal ein Test, um zu schauen, ob das jetzt, weil es in derselben Provinz ist, auch noch Gültigkeit hat oder nicht. Und wir gucken rein. Nein, es funktioniert nicht für sie. Hätte mich aber auch ehrlich gesagt gewundert. Ich hätte gerne hier mehr Lagerwachstum, mehr generiertes Fleisch. Der Foliant des Schicksals weiß alles. Ja, ja, es kommt also demnächst wieder mal ein Röhren. Wir sollen eine dritte Provinz offiziell nun halten. Will ich das jetzt hier noch mit reinnehmen? Ich mach's einfach. Wir haben gerade die Kohle dafür, ne? Hier mache ich jetzt momentan noch nicht mehr, weil es macht keinen Sinn. Wobei doch, das wäre auch noch interessant. Oder das da. Hier das da. So, wir haben 16.000. Machen uns jetzt hier so halb auf den Weg. In diese Richtung hier. So, dahin bauen ein Oberlager. Dann kann es jetzt hier noch weitergehen nach Altdorf. Dieses Ogerlager wird direkt von uns hier Einkommen generieren, Wachstum generieren, Fleisch generieren und hier noch die Führerschaft. So, Dele.
Dasselbige machen wir jetzt dann gleich noch Richtung... Weil ich kann es gerade eben noch gar nicht. Ich hole mir noch mal einen von denen. Will ich da jetzt direkt schon reinspazieren? Das ist die große Preisfrage. Ist gar nicht so... Wir hätten... Wir hätten die Zeit dazu. Wir sind Skarner. Verbessern die nochmal Minland. Nächste Runde kann ich die auch noch verbessern. Hier gibt es eine Rebellion. Leider ist hier jetzt das falsche Gebäude drin. Ich lasse es jetzt auch drin, weil es sich einfach nicht lohnt, es zu ändern. Wenigstens nochmal ein paar Knoblars in der Verteidigung drin zu haben, finde ich. Die Björnlinger wollen momentan einfach noch nicht so richtig mit uns hier im Sandkasten spielen. Okay, dann gehen wir mal in den nächsten Turn. Da ist tatsächlich ein Oger, der rebelliert. Das ist mal interessant. Mhm. Wackels. Dominierend Eishof. Kontrolle, weil er ernst geworden ist. Ach, ab jetzt ist er erst ernst. Ja, okay. Alles klar. Und wir haben den letzten negativen Trade verloren. Wuh, wuh. Ausgezeichnet. Das Leben ist schön. Wir verbessern bei Übersreik hier als allererstes die Verteidigung. Als zweites gehen wir hier auf Geld. Ist schon mal was mit Wachstum drin. Altdorf bekommt auch noch eine Verbesserung. Das Lager hier ist noch nicht so weit. Das Lager hier wäre soweit. Aber ich mache momentan noch nichts. Ne? Da muss ich jetzt einfach erstmal noch mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen. Es ist außer Zinsch niemand irgendwie unterwegs. Wir haben uns ja tatsächlich die Nörgelsache schon geholt. Wir könnten jetzt etwas Horniges machen. Bin ich am Überlegen. So, wir verbessern jetzt das, schmeißen das und das raus. Dann werden das hier nämlich reine Verteidigungsbastionen mit jede Menge Geld füllen. Will ich zu Korn gehen? Korn ist halt auch relativ schnell machbar. Wir gehen zum Blutgott. Überspringen das auch, ne? Das Video ist bekannt, den meisten ziemlich sicher. So, tötet für Korn 400.000 Blutbad. This will be so much fun. Das Schöne ist, das Erste, was wir bekämpfen, sind die Untoten. Das gefällt mir. So, was mache ich mit dir? Du schließt jetzt hier den hier schon mal, damit der hier keinen Stress mehr macht. Und dann machst du dich auf den Weg hierhin, um auch diese Dinger zu schaffen. Das muss nicht sein. Wir gucken wieder auf die Diplomatie. Ja, da hat sich überhaupt nichts verändert. Okay, dann auf nach Turn 67. Bis jetzt haben wir echt das Glück, dass wir jetzt hier... Also Marienburg scheint ja wie so ein bisschen geschockt zu sein. Machen ja nichts, ne? Oh, nice. Ja, aber immer doch. Du bist mir mehr Geld, mein... Mehr. Da kommen sie an, die Björnlinger, ne? Fange ich an mit den... Da kommt noch dieser Angriff, wie erwartet. Ich kann jetzt hier keine Nahrung ausgeben, ne? Das hier ist ein entscheidender Sieg. Wir werden das aber trotzdem spielen. Ey, ganz im Ernst, wir werden das einfach aus Wohlfühlgründen spielen. Das ist jetzt hier quasi unsere geistige Massage, gegen die Untoten hier kämpfen zu dürfen, gegen die ganzen Zombie-Skelette und was weiß ich was. Kann man eine ordentliche Knochensuppe draus kochen, würde sich wahrscheinlich Skrack in der Situation jetzt hier denken. Und Gammelfleisch, ganz im Ernst, scheiß auf Gammelfleisch, das kann man trotzdem futtern. Zumindest wir können das. So, wie kommen sie denn jetzt hier an? Ich sehe sie gerade eben noch gar nicht. Das Geile ist, wir haben hier den Hügel. Ich möchte diesen Hügel definitiv nutzen. Oh ja, wie nutzen wir? Ich sage da definitiv nicht nein. Wir stellen uns da auf.
Dann stelle ich euch noch dahin. Und euch noch dahin. Hier. Bei. Hätzchen packe ich. Ja, du kannst eigentlich sogar wirklich da bleiben. Du stehst dahin mit deinem Wurfspießilein. Mögen sie kommen. Die ollen Knochenköppe. So, wir generieren Energie. Gerade eben schon 1 pro Sekunde. Ich warte mal gerade eben, bis der durchgetickert ist und dann aktiviere ich den anderen wieder. So, das trifft jetzt hier schon mal ein paar. Das hat diese Einheit hier gelöscht. Uiuiuiuiui. So, das hat uns eine Menge Energie gekostet, aber ich glaube, es war es auch wert. So, und jetzt machen wir einfach mal den Angriff. Wie wir uns vorstellen. YOLO immer fest drauf. Heißt jetzt hier das Kommando. Fällst den Gespenstern hier in den Rücken. Du gehst schon mal dahin. Wo bist du? Da, du kannst schon mal da ein bisschen vorgehen. Du kannst da schon mal ein bisschen vorgehen. Die geht auch noch mal ein bisschen vor. Kätzchen bleiben jetzt hier kurz nochmal stehen. Wir greifen hier an. Angreifen, angreifen, angreifen. So, du machst hier aus Gründen irgendwie gerade gar nichts mehr. Greifst jetzt hier noch mit an. Go, go, go. Da fangen die ersten Skelette an schon, sich zu wünschen, sie könnten endgültig sterben. Nice. Dann verbessern wir die Kampfleistung hier nochmal so im Zentrum. Und zwar ganz gehörig. Nach dem Motto, wie viel Nahkampfschaden kann ein Knobler machen? Antwort ja. So, dann heilen wir hier gerade eben noch mal so ein bisschen. Limb from limb. Den heilen wir auch noch mal so ein bisschen. Die haben wir eigentlich schon alle jetzt hier weggeholzt, ne? Verlangsamen wir die Truppe hier noch mal. Der Faust hier drauf. Sehr guter Treffer. Und da zerfällt die gesamte Bande. Ging am Ende schnell. Ach, war das schön. Oh, ist das ja.
Da haben tatsächlich noch mal ein paar von den Gruftkugeln hier gezeigt, dass sie dann doch den Knopfen ein bisschen überlegen sind, ne? Aber was soll's, was soll's. Wir könnten übrigens auch noch mal gucken, welche großen Namen uns noch fehlen und vielleicht noch mal gezielt versuchen, das zu bekommen. Nämlich die großen Namen seid ihr gar nicht mehr geändert. Ich nehme hier Fleisch mit, weil das könnte uns jetzt hier gerade eben sehr zu Pass kommen. Absolut. Okay. Räuchenherrsche ist zu Nörgel gegangen. Nördliche Provinzen sind Prinzen. Wir sind ein kompetenter Beschützer. Sehr gut, sehr gut. Fähigkeit Erdener Stab. Was können wir denn jetzt hier noch machen? Das hier können wir noch verbessern. Ansonsten, hier muss ich einfach noch warten, ne, auf die Möglichkeiten, die einfach jetzt noch ein bisschen brauchen. Du machst dich weiterhin auf den Weg, das hier zu schützen. Hier versuchen wir nochmal gegen diese ganze Korruption anzukämpfen und die öffentliche Ordnung noch weiter zu verbessern. Ja, dieses Ogerlager hier muss jetzt einfach nochmal ganz kurz warten mit dem Geld. So, und wir schauen mal hier rein. Wir haben nämlich jetzt hier wieder ein Level Up. Und ich hätte ganz, ganz gerne für ihn jetzt hier mal das Trollgedan benutze. Längere Effektdauer, ist geil. Für solche Zauber. Hadons Verwandlung. Hells nochmal verbessern. Und er bekommt seinen Steinjack. Oh ja, jetzt geht's los. Wir haben ihn auf den Steinjack gesetzt. Wir haben unseren Jäger auf dem Steinjack. Ja, jetzt wird's bunt. So. Das hier sind die Heslon-Viecher. Und die sind aber auch nicht so viel besser. Ja, kann machen, was man will. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Oh, warte mal. Will ich diese Waffe haben? Ja, ich habe keinen. So, da gehen wir hin und haben uns jetzt hier den Fluchspeer geholt, wie ihr seht. Rüstungsdurchdringender Waffenschaden. Noch mehr Nahkampfangriff. Und die Fähigkeit Fluchspeer. Oh ja, das ist sehr, sehr nice. Das ist wirklich sehr, sehr nice, meine lieben Freunde. So, dann können wir nämlich beim nächsten Mal hier eventuell mal mit dieser Kornwaffe ein paar Kornis angreifen. Wir schauen auch gerade mal bei den großen Namen. Der einzige, der noch nicht geht, ist dieser hier, der Weltenschlinger. Ach nee, den haben wir gerade eben am Start. Stimmt, den haben wir ja gerade am Start. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt wenig Gründe dagegen, den nicht zu haben in der jetzigen Phase. Fleisch durch Lager. Das können wir mal machen, wenn wir dann wieder auffüllen. Generiertes Fleisch einfach so für die gesamte Armee. Ich glaube, das ist der schwächste Trade hier überhaupt, weil plus 2 ist halt echt... Das hier machen wir definitiv. So, jetzt gucken wir noch bei ihm hier. Der hat ja auch große Namen. Bei ihm fehlt halt einfach noch, ich muss noch eine Schlacht gegen Zwerge gewinnen, gegen Tiermenschen gewinnen und Rang 40 erreichen. Ja, das ist aber alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik und auch alles gar nicht so geil. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich mache jetzt gerade eben noch den Pakt mit den Björnis. Und sag dann mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Bloodthirsty. Für Sie und Ade. Always ready for a headbutting contest. Dominate.